Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Floß Sportwelt. Und in der heutigen Folge geht's richtig zur Sache. Wir sind zu Gast bei den Nürnberg Grizzlies und reden unter anderem mit Trainer Matthias Baumeister über die Zukunft des deutschen Ringens und Jahr 1 nach dem Abstieg der Grizzlies. Und das alles wie gewohnt im Kastendorf. Ja, und jetzt ist Matthias Baumeister bei uns, Trainer der Nürnberg Grizzlies. Matthias, danke, dass du dir Zeit genommen hast hier vor dem Training heute. Zum Einstieg, wie entstand deine Liebe zum Ringen? Ja, ich bin hingeschickt worden von meiner Mutter damals und ja, recht unbedarft, keinen Kontakt eigentlich zum Ring gehabt vorher und ja, dann war ich eigentlich Feuer in Flamme seit dem vierten Lebensjahr und bin immer noch dabei heute. Was ist für dich an diesem Sport so faszinierend? Es ist ja eine der ältesten Sportarten der Welt, wurde schon in der Antike, wurde schon gerungen, hat eine riesen Historie. Was ist für dich, ist es dieser Zweikampf Mann gegen Mann und der Bessere gewinnt dann wirklich? Ist das dieser sportliche Ehrgeiz, den man dann da hat? Ist es auch, aber es ist auch diese Disziplin, die man da lernt. Es ist trotzdem auch ein Mannschaftssport, nur nicht jetzt wie beim Fußball, dass wir alle auf einem Platz sind, sondern dass man sich trotzdem zusammen trägt während der Kämpfe. Und es ist eigentlich eher so ein bisschen ja, Richtung auf Familie, Freunde geworden. Und von dem her, das ist einfach dieses Drumherum, was das Ringen auch ausmacht. Jetzt habe ich wenig Vorerfahrung, was das Ringen betrifft. Mhm. Es gibt ja zwei verschiedene Arten. Mhm. Kannst du die kurz erklären, was die Unterschiede sind? Ja, es gibt einmal das Freistil und das griechisch-römische Ringen. Beim Freistil darf ich die Beine mit angreifen, attackieren oder auch benutzen. Beim griechisch-römisch darf ich nur ab Becken aufwärts sozusagen angreifen. Dann ist noch ein Unterschied, dass beim griechisch-römisch noch einen angeordneten Bodenkampf gibt, wo da eben nochmal technisch ein bisschen anders gearbeitet wird. Ich würde sagen, Freistil ist meistens ein bisschen schneller, da muss man auch ein bisschen wendiger sein. Und griechisch-römisch manchmal ein bisschen statischer, aber auch da ist ja schon auch eine gewisse Beweglichkeit gefordert. Und ja, dem einen liegt das eine ein bisschen mehr, dem anderen das andere. Wie läuft so ein Kampftag ab, wenn ihr in der Liga dann zum Duell aufgefordert werdet? Wie ist das dann? Wie setzt sich so ein Kader zusammen und ab wann habt ihr dann für euch diesen Kampftag entschieden? Also ein Kampf ist so, dass man 10 Gewichtsklassen hat und in Stilarten aufgeteilt. Einmal in der Hinrunde sind die in dieser Stilart und in der Rückrunde in der anderen. Und dann haben wir einfach aus unserem Kader die Möglichkeit, diese Gewichtsklassen so zu besetzen, wie wir es können oder wollen an dem Kampftag. Die anderen haben das auch. Und dann werden bestimmte Punkte vergeben für die Kämpfe, Mannschaftspunkte. Ob es eben wie hoch der Punktsieg war oder ob es ein Schultersieg war, technische Überlegenheit. Und dann gibt es verschiedene Staffelungen. Und am Schluss gewinnt der, der die meisten Mannschaftspunkte hat. Der Grundstein für eine erfolgreiche Saison wird ja auch im Training gelegt, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Wie dürfen wir uns so ein klassisches Ringertraining vorstellen? Ist es dann so, dass jeder in seiner Ringerart trainiert? Trainiert man da eher breit gefächert, eher spezialisiert? Du bist ja als einziger Trainer sozusagen mit dabei. Ist auch nicht so leicht, dann jeden individuell zu betreuen. Auf was achtet ihr da im Training? Also los geht's ganz normal mit einem ganz normalen Aufwärmprogramm, das wo bei uns auch aus Laufen besteht und eben dann Bewegungsformen laufen. Dann haben wir das Bodenturnen, dann diese so, ja ich würde es mal so Richtung Gymnastik, Stabilisation. Und dann geht's schon an den Mann, dass jeder sich einen Partner nimmt oder auch mal unterschiedliche Partner einringen und dann schon Technik auch individuell, wo wir dann und am Schluss dann natürlich ins Ringen selber. Und ich bin nicht alleine als Trainer, wir haben schon ein paar mehr, aber und versuchen dann schon da auch zu gucken, die Jungs dann auch individuell weiterzubringen. Ja, Matthias, vielen Dank bis hierhin. Wir reden gleich weiter über die Nachwuchssituation bei den Nürnberg Grizzlies und die Zukunft des deutschen Ringens. Zuvor schauen wir uns aber gemeinsam an, wie sich die Grizzlies auf die kommende Saison vorbereiten. Ringen ist eine der ältesten Sportarten weltweit und wurde bereits in der Antike ausgeübt. Trotz der großen Historie wird der Kampfsport häufig aber unterschätzt. Und das, obwohl den Athleten im Training jedes Mal aufs Neue einiges abverlangt wird. Typisches Training läuft so ab, wir erwärmen uns, spielen manchmal Basketball ein bisschen, dann gehen wir an den Mann, jeder sucht sich einen Partner, tut ein bisschen einringen, jeder tut seine Techniken abarbeiten und dann tun wir entweder ein paar Situationen auskämpfen oder ringen und dann danach, jeder wer will, macht noch ein paar Klimmzüge, ein paar Seile oder eine Nachbelastung, das so. Ganz schnell erklärt, was wir im Training machen. Die abwechslungsreichen Einheiten sind kein Zufall. Ein moderner Ringer muss eben mehr als nur stark sein. Denn Kraft alleine entscheidet nie über Sieg oder Niederlage. Schnelligkeit,
Ausdauer und Kampfgeist. Man braucht so viel, um wirklich gut zu sein. Man braucht gute Kondition, man braucht Technik, man braucht Geschwindigkeit, man braucht Kraft, man kombiniert alles. Man muss beweglich sein. Turnen spielt bei uns auch eine sehr große Rolle und man kombiniert einfach alles. Viele Trainingseinheiten und schweißtreibende Kämpfe am Wochenende. Die Belastung für die Sportler ist durchgehend hoch. Doch beim Blick in die Zukunft kehrt das Glitzern in die Augen der Athleten zurück. Die Ziele sind hochgesteckt, egal ob zusammen oder im Einzel. Olympiasieger, ich will Gold holen. 28, 32, das ist der große Traum. Und nebenbei WM, EM, Medaillen holen und mit der Mannschaft auf jeden Fall. Jetzt sind wir in der zweiten Liga, ich denke mal noch so ein, zwei Jahre, dann steigen wir wieder auf in die Bundesliga. Und dann auf jeden Fall um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft ringen. Meisterschaften, Bundesliga und Olympia. Bei den Nürnberg Grizzlies träumen die Ringer vom ganz großen Wurf. Und damit dieser bald gelingt, wird jede Woche aufs Neue fleißig trainiert. Ja, also Matthias, wie wir gesehen haben, einiges los bei euch im Training. Kommen wir zu euch nochmal als Verein. Ihr seid leider aus der Bundesliga abgestiegen in der vergangenen Saison. Auf was liegt jetzt der Fokus? Wir haben kurz vor der Aufnahme schon mal kurz geredet, dass du meinst, diese Jugendarbeit steht jetzt im Vordergrund. Ist so ein Abstieg jetzt auch eine Chance? Auf jeden Fall. Also wir kommen, denke ich, jetzt auch wieder ein bisschen mehr zu unseren Wurzeln zurück und die Mannschaft ist jetzt auch wieder mehr Nürnberg Grizzlies lastig und das ist, denke ich, der Punkt, wo wir sind und wie erfolgreich wir dann am Ende sind, das wird sich zeigen, aber wir haben gute, junge Nachwuchsringer und von dem her sollten wir denen auch die Chance geben, das sich zu beweisen. Wir haben gerade über den Nachwuchs schon geredet ein bisschen. Wie sieht es die aktuelle Situation bei euch aus? Würdest du sagen, der Zulauf an jungen Nachwuchsringern ist oder Ringerinnen ist da? Oder würdest du sagen, es gibt irgendwo schon Nachwuchsprobleme? Ringen ist ja eine Randsportart immer noch. Also im Moment zeigt sich eigentlich beim Ringen allgemein, dass wieder mehr Kinder ringen. Also man hat auch vor der Corona-Zeit, muss man sagen, wirklich schon ein bisschen vielen Vereinen gesehen, dass es ein bisschen weniger geworden ist, auch bei uns. Und jetzt ist eigentlich, ja, wollen ganz viele Kinder ringen und die haben auch Spaß dran und wir wollen die dann irgendwann da drin haben in dieser ersten Mannschaft, wenn es möglich ist. Ihr habt Ringer in jeder Altersklasse auf höchstem Niveau, trotzdem ist Ringen eine Randsportart. Das hat nicht diese Beachtung, wenn man in der zweiten Bundesliga ist wie beim Fußball. Ist natürlich dann irgendwie gegeben, Fußball ist ja der Volkssport Nummer 1, aber trotzdem ist es nicht manchmal bitter, dass man diesen Sport auf so hohem Niveau ausübt und trotzdem nicht immer diese Beachtung hat wie andere Sportarten? Ja, es ist schon manchmal schade, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, dann dadurch wieder ein bisschen familiärer. Ich weiß es nicht, ob das jetzt bei einem Bundesligisten beim Fußball noch so familiär abläuft wie bei uns und ich glaube, das macht das Ganze dann wieder ein bisschen schöner. Ja klar, ich glaube, die Jungs wären jetzt auch nicht böse, wenn da vielleicht ein bisschen mehr Beachtung kommen würde, gerade für die Jungs, die auch Erfolge feiern oder wir als Mannschaft. Wir nehmen alles mit an Anerkennung, was wir bekommen können. Ja, aber es macht uns jetzt nicht traurig. Also wir machen es aus Spaß. Abschließende Frage, was würdest du dir wünschen fürs Ringen in Deutschland? Was müsste sich vielleicht ändern? Ist es noch Professionalisierung? Ist das noch ein Thema? Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, so ein großer Punkt, aber das betrifft, glaube ich, nicht nur das Ringen, das betrifft auch andere Sportarten, die eben nicht so im Fokus stehen. Ja, ein bisschen schade, aber das steht und fällt eben einfach auch mit diesem, wie oft eben das Fernsehen, Radio, Zeitung da hinschaut. Ich denke, ist natürlich dann auch an den Ringerverband eine Geschichte, dass die gucken, das professionell als hinzubekommen. Da ist dieses Jahr aber zum Beispiel, versucht man da jetzt auch was zu machen, dass die deutsche Meisterschaft diesmal in einer relativ großen Halle und wird da auch deutlich professioneller beworben wie die vorherigen Jahre. Also es wird versucht, da anzusetzen. Gerade auch die Bundesliga ist mittlerweile gespickt mit Top-Leuten. Erste wie zweite Bundesliga sieht man auch bei uns mit den Lewey-Brüdern, die eigentlich zur absoluten Weltspitze gehören und die kann man halt da sehen. Es wissen, glaube ich, nur zu wenige. Dann, Matthias, sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier vor dem Training, jetzt schon während des Trainings. Vielen Dank und wir drücken euch die Daumen, dass dann der Weg mit dem Nachwuchs sehr gut bei den Grizzlies funktioniert. Matthias, danke dir. Gerne. Also wenn ich gerade sehe, wie die Jungs hier hinter mir trainieren, dann wird mir eines klar, ein Ringerduell ist heute nicht die beste Idee, vor allem wenn ich morgen nicht im Wartezimmer vom Orthopäden sitzen möchte. Trotzdem gibt es natürlich auch heute einen Zweikampf, und zwar Mann gegen Mann, Arm gegen Arm.
Bei mir ist jetzt der Adam, er ist mein heutiger Gegner im Zweikampf. Wir haben 3 Runden Andrücken vor uns, mit dem starken Arm, schwachen Arm und starken Arm wieder. Ja. Was denkst du, habe ich eine Chance? Ja. Sicher? Ja. Okay, weil ich habe euch trainieren sehen, das war also schon sehr beeindruckend. Ja, glaub an dich. Okay, dann glaube ich an mich und schau mal, was wird. Adams sprühender Optimismus wird in der ersten Runde nur von seiner Armkraft übertroffen. Zu meinem Glück macht mein Hemd einen Bizepsvergleich aber unmöglich. Trotz der eindeutigen Verteilung der Favoritenrolle, der Auftakt dieses Zweikampfs bleibt spannend. Am Ende drückt Adam unter dem Applaus seiner Teamkameraden meine Hand auf die Platte 1:0. Mit einem Stärkevergleich des schwachen Armes geht es dann in Runde 2 und komischerweise merke ich bei Adam keinerlei Unterschied. Im Gegenteil, mich beschleicht das Gefühl, dass mein Gegner mich für das große Finale zurechtlegt. Für satte 5 Sekunden kann ich meinem Kontrahenten die Stirn bieten, dann entscheidet der Nachwuchsringer auch Durchgang 2 für sich. 2 von 3 Runden verloren, jetzt geht es nur noch um die Ehre. Während ich all meine Kraftreserven mobilisiere, könnte Adam wohl nebenbei noch entspannt ein Stück Kuchen essen. Dennoch, Runde 3 geht am Ende an mich. Ob das Mitleid meines Gegners oder mein purer Siegeswille daran schuld ist, wer weiß. Ja, liebe Zuschauer, und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe von Flo Sportwelt angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Ausflug zu einer der ältesten Sportarten der Welt. Bis zur kommenden Woche, bleiben Sie sportlich, tschüss und Servus.